Hallihallo, hallihallo und willkommen zu einer weiteren Runde Obscur. Genau, Obscur Part 2. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass Kenny verschwunden ist. Von bösen Monstern angegriffen wurde. Und wir drei sind die einzigen, die noch übrig sind, dass sie ihn suchen wollen. Und deswegen haben wir uns hier in der Kantine versammelt, wurden eingeschlossen und jetzt müssen wir uns den Weg nach draußen bahnen. Mal schauen, was uns noch so in dieser Schule alles passieren wird. Hier habe ich schon mal einen Baseballschläger, den ich schon mal aufsammeln möchte. Damit kann man Leute schlagen. Wie schlägt man? Gott, wie war das nochmal? Stimmt, Energy Drink zum Heilen. Ist ja in der modernen... modernen amerikanischen Kultur sind ja Energy Drinks das A und O einer jeden Gesellschaft. Man muss mit der Steuerung klarkommen, weil wie gesagt, das ist eine reine Konsolenumsetzung. Ah. Da kann er darüber durchgreifen. Ich greife schon mal die ganze Spiel vor. Ich bin so gut. Draht? Wofür auch immer man Draht benötigt. Okay, wie kommen wir hier raus? Also Schlüssel Nummer 1, Schlüssel Nummer 2, deren Unterhöschen wir auch in Part 1 gesehen. Also wer ihr Unterhöschen sehen möchte, Part 1. Tür ist auf, aufgeschlossen sei. Ach, kann ich den Fernseher kaputt machen? Warte. Ich muss versuchen, den Fernseher kaputt zu machen. Nee. Kann man nicht. Kann ich die schlagen? Dann krieg ich gleich Game Over. Nee. Wie, ich kann die knacken? Einfach auf Enter drücken. Okay. Ich kann, Schlösser knacken. Das wusste ich nicht. Gut zu wissen, dass er alles kann. Warum rennt er jetzt alleine hier rum? Ist doch gruselig. Das ist eine Gruselschule. Tür ist abgeschlossen. Er sagt nicht viel. Um ehrlich gesagt, gar nichts. Oh, hier gruselige Kindercore-Musik. Drücke P, Select. Ah, okay. Ich bin J, das ist A und das ist Sch. Asch. Asch und Jasch. Okay. Ah, hier kann man noch die Leute uns angucken. Wir werden noch mehr kennen. Okay, das ist Carter. Josh Carter, Geburtsdatum 29. November 1985. Klassen der Herr Walten, wie alt ist er denn jetzt? Wann spielt das Spiel? 2003? 2000 oder so? Mal gucken. Ein erfolgreiches Halbjahr, Josh ist lebhaft, einfallsreich und wissbegierig, manchmal etwas zu sehr, wurde beim Durchsuchen des Büros des Professors Kolgen ertappt. Drücke die Taste besondere Begabung, um einen Raum zu untersuchen. Was ist die Taste? Besondere Begabung. Weiterbildungsempfehlung, journalistische Begabung. Josh ist beim Nachforschen äußerst begabt und bekannt dafür, Informationen aufzuspüren, die sich für ihn als hilfreich erweisen können. Okay. Also Josh ist so der kleine Journalist, der kleine Spion, der so ein bisschen die Lage checken kann und gucken kann, wo sind besondere Sachen. Aber er hält sich auch nicht gerne an Regeln. Gut, was kann? Das ist Shannon... Matthews, ausgezeichnet 23. August 1986, oh, ein Tag nach mir und ein paar Jahre davor, ich bin ja nicht so alt, auch Herr Walten, ausgezeichnete Schülerin, gut gemacht, na gut, die sogenannte Beratung von Freunden bei Klassenarbeiten wird künftig jedoch nicht mehr toleriert. Ah, sie lässt andere spicken, auch nicht schlecht, besondere Begabung und Tipps zu geben. Medizinische Begabung. Shannon ist mit Sicherheit dazu bestimmt, Ärztin zu werden. Ihre Heilerfolge sind unerreicht. Genesungsrate von 25%. Was ist das für ein Zeugnis? Gott. Ja, sie regeneriert um 25% schneller als ein normaler Mensch. Wenn sie sich was bricht, dann heilt es schon in wenigen Minuten. Gott. Okay. Also, sie kann schneller heilen. Ashley Thompson. Dieses Halbjahr waren Fortschritte zu verzeichnen. Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor ihr. Ashley täte gut daran, weniger verwitzigt zu sein. Verwitzig, oh Gott. Und sich stattdessen auf Sachdienliches zu konzentrieren. Drücke die Taste Zielen und besondere Begabung, um einen Spezialangriff durchzuführen.
Begabung im Bereich Selbstverteidigung. Ashley hat bei der von der Schule organisierten Einführung und Umgang mit Verteidigungswaffen wahrlich geglänzt. Okay. Selbstverteidigung, Heilung und kann Dinge untersuchen. Hinweise habe ich noch keine und die Karte. Okay. Das ist zu. Da kann ich lang. Das ist zu. Das ist zu. Das kann ich aufsperren, glaube ich. Was ist die Taste besondere Begabung? Das muss ich jetzt herausfinden. Steuerung. Oh, ich sehe nichts. Hilf mir. Spieler wechseln. Weiter. Pfeiltaste, Lichtboost, anvisieren, rückgängig, Handlung. Handlung. Auch nicht schlecht. Unterlagen, Waffe, besondere Begabung. Leertaste. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, dann gib dann einen Kommentar, ob da was gibt. Auch nicht schlecht, da muss ich nicht den ganzen Raum durchsuchen, wenn er es allein schon macht. Hier gibt's nichts mehr für uns. Doch. Nee, doch nicht. Auch nicht schlecht. So. Hier gibt's nichts mehr für uns. Also, ihr werdet mit ihm, glaube ich, öfter seine Stimme hören. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Ich glaube, wir haben mit dem Draht die Tür geknackt. Staff Room. Auch abgeschlossen. Und die Tür? Auch abgeschlossen. Ist nichts offen. Wirklich alles zugesperrt. Außer das Jungsklo natürlich. Ist das ein Gestank? Okay, ist das. Das bringt mir nicht viel, hier irgendwas zu machen. Ich habe keine Taschenlampe. Ich sollte vorher eine Taschenlampe finden, bevor ich dir irgendwas mache. Aber hier ist schon mal das. Oh! Das wird ihm freuen, den Josh. Im Girls Room. Aber woher kommt dieser Luftzug? Das Licht ist nicht sehr schmeichelhaft. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Hier ist nichts. Die Kamera ist auch blöd. Ich brauche Hilfe, um dieses Gitter um zu diesem Gitter zu kommen. Kann ich einen von dem Mädchen eigentlich zu mir holen? Weil ich muss das gar nicht alleine machen. Begegnen. Die Sprachausgabe wirklich recht spartanisch, muss ich sagen. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Aber mehr sagt er nicht, außer hier ist noch was. Nierband! Ich kann mit Nägeln meinen Schläger zu. Nägeln, Klebeband und den Schläger zu. Ein Mörder. Baseballschläger. Hast du den Taschenlampe? Nee, hab ich nicht. Wie war das nochmal? I? Oder L? Hä? Hab ich überhaupt was? Nee. Muss von innen verschlossen sein. Auch verschlossen. Auch verschlossen. Gott! Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr. Okay, minimalistische Sprachausgabe. Obwohl Sprachausgabe vorhanden ist, sogar deutsche Übersetzung. Der zweite Teil übrigens hat keine Übersetzung bekommen. Also, keine Übersetzung, also keine deutsche Sprachausgabe. Englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Deswegen. Wird auch kein Problem sein, das zu let's playen. Ups. Okay, gehen wir. Ich nehme die. Taste kannst du mir jetzt halt Anweisung geben. Dir zu helfen. Eine andere. Also, okay, mit F1 gebe ich ihm eine, hilft er mir? Mit F2 gebe ich ihm eine andere Waffe. Forderst du, mit F3 folgt er mir. Und mit F4 forderst du deinen an Ort und Stelle zu bleiben. Okay. Folgst du mir? Gut. Vielleicht kann sie mir ja helfen mit dem Lüftungsschacht. Da würde ich erstmal gerne mal gucken, was man da machen kann. Okay, man muss nicht allein. Stimmt, es ist ja Koop. Also, es ist, Obscur ist ja auf ein 2-Koop gelegt. Immer noch sauer killed. Was wird denn das? Wir wissen's. Aber woher kommt dieser Luftzug? Genau. Brauche ich ein Werkzeug? Hast du nicht. Ich habe Klebeband, aber kein Werkzeug. Dann würde ich schon mal nach oben gehen wollen. Wir unten haben nämlich alles schon durchsucht. Sie kommt nachgebeamt, das ist gut. Die Taschenlampe heißt übrigens Laden, habe ich das Gefühl. Dann lass das mal hier hochgehen. Hier. Verschlossen. Von innen sogar. Verschlossen. Scheinbar verschlossen. Kaputt. Offen. Sam könnte mir jetzt sagen, was ich tun soll. Hier ist noch was zu erledigen. Wer könnte was?
Bei den Renovierungsarbeiten ist ein Schraubendreher in diesem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen. Vielen Dank, Mr. Garson, der vielleicht der Hausmeister. Das heißt, hier gibt es einen Schraubenzieher, den wir eigentlich nur finden. Hier ist noch was zu erledigen. Ah, den kann man schieben. Warte, F1. Hier ist noch was zu erledigen. Hier gibt's noch was zu tun. Ich will das. Aber wie kriegt er das aber nicht hin? Ach so. Oh. Das ist ziemlich schwer zu steuern. Und da ist auch der Schraubenzieher. Das stimmt aber sehr komisch. Im Bett würde ich die nicht erleben wollen. Ich habe einen Raumtier erfunden. Ja, dann können wir hier runtergehen. Super. Dann lass uns erstmal das Geheimnis von unten und dann nach oben gehen. Was zum Teufel ist bloß los hier? Was war das? Das will ich lieber nicht wissen. Was war das? Hier passiert irgendwas. Oh Gott. Die ganze Schule bebt. Oh, wir wissen's. Aber woher kommt dieser Luftzug? Ja, komm. Ich hab das Gitter geöffnet und jetzt? Es ist total dunkel. Denk nicht mal dran. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Oh Gott, die schreien sie sogar. Da oben. Hier gibt's nichts mehr für uns. Gibt's nichts mehr für uns? Aber wir können hier durch. Hä? Wo sind wir denn hier? Ein Verroster wahrscheinlich für eine alte Tür. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Sind wir im Lehrerzimmer? Sind wir im Lehrerzimmer? Ist abgeschlossen. Ah, hier gibt es so viele Räume, das macht einen nervös. Leute, ich müsste hier mal aufhören. Das war Part 2 unseres Obscur Let's Plays und wir werden da mal die weitere Schule dann im nächsten Part weiter erkunden. Gibt so viele Räume, die ja zwar verschlossen sind, aber das wird noch lustig. Das heißt, ich freue mich drauf und bis dann, Leute. Und ciao.